Auch Harald Weigand von Gottmoed Trader ist beim Börsentag 2014 in Dresden mit dabei. Und ihm geht es natürlich vor allen Dingen um die Analyse aus technischer Sicht, die Analyse der Finanzmärkte im Ganzen. Und er gilt dort als einer der renommiertesten Experten. Und deswegen, lieber Herr Weigand, wollen wir von Ihnen jetzt gleich erst einmal wissen, wo lauern denn angesichts der aktuellen Marktlage mit vielen Rekorden bei zahlreichen Indizes denn möglicherweise Gefahren? Sehen Sie da in Ihren Chartbildern irgendwelche Anzeichen? Sehr gute Frage, muss ich sagen, weil man muss sagen, dass die großen Marktteilnehmer, die Investmentbanken, weitgehend bullisch ausgerichtet sind. Die Jahresausblicke für das Jahr 2014 waren positiv. Man geht von weiteren Kursanstiegen bei Aktien aus und andererseits von Kursverlusten bei US-Staatsanleihen. Und da liegt fast ein Konsens vor. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass genau diese Prognosen, dass genau das prognostizierte Szenario in der Regel nicht zum Tragen kommt und durchaus auch als Kontraindikator gewertet werden kann. Vielleicht noch ganz kurz auch das Sentiment in den USA der semiprofessionellen Marktteilnehmer, Investor Intelligence, hat einen Wert erreicht, einen Status erreicht, der vergleichbar ist mit dem, der erreicht wurde vor Ausbruch der US-Finanzkrise im Jahr 2007. Also das sind so Warnhinweise. Dennoch, wahrscheinlich kommt gleich die Frage, sind wir zunächst noch für das Jahr 2014 sehr bullisch ausgerichtet? Ja, das ist in der Tat gerade das, was viele Anleger wahrscheinlich auch beschäftigt, die sich natürlich auch auf den DAX konzentrieren. Wie weit kann er denn noch laufen, ehe Rückschlag droht? Und vor allem, wie groß kann dieser Rückschlag dann ausfallen? Also, ich schweife so ein bisschen ab, aber nur ganz kurz. Ich versuche es zumindest. Wir stellen fest, dass der Finanzsektor, der Bankensektor weltweit sehr stark performt. Und wenn man dort die Chartbilder anschaut, die Kapitalflussdiagramme, dann stellt man fest, die haben noch Potenzial mehrmonatig. Und das lässt sich dann durchaus aufgrund der hohen Kapitalisierung am Gesamtmarkt, Anteil am Gesamtmarkt, lässt sich das durchaus übertragen auf den DAX. Und hier rechnen wir sehr bullisch seit vergangener Woche mit einem Anstieg in den Bereich von 10.800, anschließend 11.200 Punkte. Das ist sehr bullisch und damit liege ich übrigens außerhalb des Konsens, der von moderaten Kursanstiegen ausgeht. In welchem Zeitraum haben Sie jetzt, oder welchen Zeitraum haben Sie im Blick? Im Verlauf dieses Jahres. Und zwischendurch gibt es keinerlei Rückschläge aus Ihrer Sicht? Wir laufen da jetzt in einem Guss durch? Das würde ich so nicht sagen. Also wir gehen, unser Portal auch richtet sich Gottmoed Trader an aktive Anleger. Und wir klopfen Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat die Signallage ab. Und sobald sich hier eine Signalkonstellation abzeichnet, die für eine Korrektur spricht, für eine Aufwärtstrendabschwächung, dann werden wir unsere Einschätzung dementsprechend dann auch anpassen. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, wann die Korrektur kommt. Ich kann lediglich sagen, wir sind noch sehr bullisch. Wir gehen davon aus, dass es weiter hochgeht. Aber es gibt auch die genannten Warnsignale. Jetzt höre ich aber trotzdem so einen kleinen Widerspruch heraus, denn in der ersten Frage sagten Sie, viele Häuser sind bullisch eingestellt, ist eigentlich ein Kontraindikator vom Sentiment her. Und da hätte ich jetzt eher erwartet, da besteht Abwärtsgefahr. Und jetzt sagen Sie aber auch, es wird weiter nach oben gehen und blasen ins gleiche Horn. Was ist denn hier los? Sehr, sehr gute Frage. Die Sache ist die, es wird in der Regel von moderaten weiteren Kursanstiegen gerechnet. Und das heißt also, dieses Szenario und auch die genannten Marken, ich will die jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, die dürften mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Unser Szenario ist ein bis jetzt aus heutiger Sicht noch ein sehr bullisches. Also das heißt, wir liegen deutlich drüber. Und das ist so in diesen Haifischbecken, was ja die Börse und die Finanzmärkte definitiv darstellen, so der entscheidende Unterschied meines Erachtens. Okay, und jetzt ist natürlich immer die Detailfrage ganz wichtig. Wenn Anleger Ihrer Idee folgen wollen, auf welche Werte sollten Sie sich denn da konzentrieren? Sie werden es nicht glauben. Die Aktie der Deutschen Bank beispielsweise. Auf Basis unserer technischen Auswertung sind wir der Ansicht, das Papier ist im Jahr 2013 hochvolatil seitwärts gelaufen, wobei die Volatilität zunehmend abgenommen hat. Das ist für uns Techniker sehr wichtig. Und in der zurückliegenden Woche, also erst vor einer Woche, kam es hier zu einem Ausbruch an einer charttechnisch entscheidenden Chartmarke. Und das mit einer sogenannten Kurslücke. Also ich will jetzt nicht mit zu vielen Fachbegriffen hier herumhantieren, aber das ist eines der stärksten Kaufsignale der technischen Analyse, die es gibt.
Hinzu kommt, dass die ganzen negativen Nachrichten, man darf nicht vergessen, auch in den zurückliegenden Wochen gibt es so viele wirklich negative Schlagzeilen für die Deutsche Bank und trotzdem steigt der Kurs und folgt dem Sektortrend. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese negativen Nachrichten bereits eingepreist sein könnten. Deutsche Bank haben wir schon. Und was gibt es vielleicht sonst noch zu erwähnen, wenn einer die Deutsche Bank partout nicht mag? Ich warte bei Palladium, das ist ein Edelmetall. Sie merken jetzt, ich drehe wirklich überall den Stein um und suche nach Basiswerten, die aussichtsreich sein könnten. Bei Kupfer, diesen Industriemetallen, bei Palladium, sehe ich durchaus größere Bodenbildungsprozesse. Bleiben wir bei Palladium, diesen Edelmetall. Wenn es, und das ist jetzt die Prognoseformel, wir sprechen auch von einer konditionalen Prognose, wenn Palladium über $765 ansteigt, dieses Preisniveau muss überwunden werden, generiert dies meines Erachtens mittel- bis langfristig in diesem Edelmetall dann ein Kaufsignal. Also neben den Finanztiteln, Banken, dieses Edelmetall. Ganz herzlichen Dank, Herr Weigand. Wir haben einen tiefen Einblick bekommen in Ihre aktuellen Gedanken. Das muss man immer dazu sagen. Die können sich täglich, wöchentlich natürlich ändern. Und natürlich darüber hinaus auch noch einige Anlagetipps bekommen. Was wollen wir mehr? Vielen herzlichen Dank. Danke auch.